Das ist eines der aufregendsten Fahrzeuge im ganzen Markt. Hier ist Andreas mal rein. Du hast noch 5 Liner for Two, die du kriegst. Ich habe noch 5 Liner for Two in allen Variationen, so wie man sie braucht. Ich habe jetzt hier noch einen Vorführwagen stehen und noch 4 Fahrzeuge, die ganz unmittelbar vor der Auslieferung stehen, sodass also für jeden noch was dabei ist. Daily oder? Ist Daily und Fiat dabei. Das ist jetzt hier ein 53er auf dem 50er Iveco-Chassis. Und dann habe ich auch noch 53L habe ich noch da. 2 Stück auf Iveco und 2-mal den 53er auf Fiat. Also das ist wirklich für jeden was dabei. Video ist eingeschlagen wie eine Bombe. Liner for Two, ein eigenes Konzept mit Hecksitzgruppe und einer Schlafmöglichkeit vorne, sogar insgesamt 4 verschiedenen Räumen, ja. So kann man sagen. Und eine riesen Heckgarage trotzdem noch, weil das fehlt nämlich bei fast allen Fahrzeugen mit diesem Konzept. Genau. Und die Heckgarage ist wirklich so toll, dass du gerade bei diesem Regen, der gerade so strömt, einfach drunter. Das ist geil, oder? Du kannst schön hier drunter stellen. Genau, der 53er auf Iveco, da ist schon ganz klar die Heckgarage in der Höhe ein bisschen beschränkt. Wir aber ist okay, oder? Auf der anderen Seite stehen, da habe ich ja diese Klappgeschichte halt, wo ich dann die Fahrräder reinmachen kann über diese Pedelec-Lösung. Hier dieser Kasten ist leider dem Iveco geschuldet, weil es ist das Rahmenendstück von dem Iveco, was aber dann von Karthago schön verbaut wird. Nichtsdestotrotz hat er eine riesen Garage. Absolut. So, komm, wir gehen mal auf die andere Seite. Ja, das ist übrigens, ich zeige es nochmal gerade, das ist die Klappe. Öffnen da oben, dann hat er eine Kupplung. Sehr, sehr praktisch. Alle Kupplung, ganz genau. Für ein Auto kannst du hinterher ziehen. Der hat richtig Anhängelast. Der hat richtig Anhängelast, der kann 3,3 Tonnen ziehen. Ich sage immer, wenn ich mir ein Fahrzeug hinstelle als Vorführwagen, was ein Iveco drunter hat, eins der USPs eines Ivecos ist nun mal die hohe Anhängelast und deswegen rüste ich die gleich werkseitig mit Anhängerkupplung aus. So, das ist das ganze Zubehör, das hier drin. Aber was viel cooler ist, du kannst auch hinten Fernsehen gucken. Du kannst auch hinten Fernsehen gucken. Nein, da hast ja hinten, klar, Liner for Two, hast du die Rundsitzgruppe und das Fernsehen ist jetzt im eingefahrenen Zustand, fährt das hier rein. Ist geil, das mal zu sehen, ne? Wenn wir das gleich hochfahren, fährt das so schräg nach oben weg. Schauen wir uns gleich schon innen. Das ist richtig klasse. Du hast auch hier einen Wärmespeicher, Doppelboden, der ist komplett mit drin. Du hast einen großen Wassertank, du kommst überall ran. Ja, der hat 220 Liter Frischwasser drin. Der Wagen hat einen großen Abwassertank. Das ist also ein Auto von der Autarkie, ist das schon relativ weit vorne jetzt. So, dieses Auto, das liebt man oder man hasst es. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt die Leute, die sagen, hey, gar nicht mein Grundriss. Und es gibt Leute, die sagen, genau mein Grundriss. Aber so halbschwanger ist hier nicht. Nee, halbschwanger ist hier nicht. Ich halte mich da auch raus. Ich habe da meine eigene Meinung zu, weil ich will die Autos ja verkaufen. Ich darf da keine eigene Meinung zu haben. Ich finde es geil. Ich kriege jetzt so einen Grundriss von... Darf ich sagen? Ja, sag ruhig. Concorde? Ja. Also die bauen ja auf 4x4. Die bauen ja auch nicht die schlechtesten Autos. Ähnlicher Grundriss, muss man sagen. Also die geben sich nicht viel. Ist jetzt ein bisschen was anderes. Muss aber sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier, du bist hier eine schlappe Viertelmillion los, aber du kriegst einen richtigen Liner. Das ist so, wenn wir da gleich reingehen, ja, ist das so. Ist unglaublich. Das du ist du so. Selbst fährst große Autos, die geben sich nicht viel. Also vom Innengrundriss her unglaublich. Du hast hier wirklich einen Lebensraum in dem Fahrzeug, der ist schon sensationell. Und man muss mal überlegen, das ist noch ein relativ kompaktes Auto mit um und bei 7,80 Meter Länge. Habe ich hier ein Fahrzeug, wo ich auch noch wendig mit bin. Sollen wir einfach schon mal reingehen? Ja, komm, wir gehen mal rein. Auch übrigens schon die. Was spannend ist, vielleicht noch ganz kurz, die Klappe ist so riesig. Ist die Zentralverriegel eigentlich? Ja, alle Klappen sind in der Zentralverriegelung mit drin, außer die Toiletten. Klappe und der Gaskasten. Ansonsten ist alles mit in der Zentralverriegelung drin. Ich habe hier komplett das Durchladesystem drin. Du siehst auch hier links ist der Spannungswandler schon verbaut. Also das Auto hat auch schon ein... Was Tolles ist hier der zentrale Batterieschalter. Genau, richtig. Damit kann ich die Batterien, die da vorne in dem Fach drin verbaut sind, kann ich im Grunde genommen komplett vom Bordnetz trennen, wenn ich das Auto einwintere etc. Oder halt auch Kriechströme werden dann komplett eliminiert, weil halt im Grunde genommen die Batterie wie ausgebaut ist. Ne? So, hier vorne ist er, der Karthago Liner for Two i53 Iveco Modell 2022, 249,314. Alles Ausstattung. Voll. Alles Ausstattung. Ja, der hat schon gut was drin. Ja, also der ist im Grunde genommen, ist der reisefertig. Der hat Markise, Sattanlage, alles drauf. Sehr schön. Komm, schnell rein. Es regnet. Er hat... Ja, denn die Aufbautür ist schön breit. Wie breit? Die ist 63 cm breit. Also die breite Aufbautür. Gibt es eine schmalere mittlerweile noch? Nee, die gibt es nicht mehr. Karthago hat ja im Modelljahr 21 auf 22 umgestellt auf die neue XL-Türe. Und die ist dann jetzt 63 cm und war im Vorfeld 58 cm. Ach, willkommen daheim, wollte ich schon gerade fast sagen. Das war woanders. Die
Die Farbe ist schön gewählt. Das ist jetzt ein Fahrzeug, das die nächsten 10, 20 Jahre ein Wohnzimmer sein soll. So kommt es auch daher, muss man sagen. Ja. Keine harten Brüche, viel Holz, viel Beige. Das sind alles sehr zeitlose Farben. Genau, das ist ein absolut zeitloses Auto. Das ist, ich sag mal, sehr edel gearbeitet. Jetzt auch mit diesen elfenbeinfarbenen Applikationen und dem dunklen Holzkorpus, finde ich, hat es eher so einen edlen Charakter. Wir haben hier eine schöne L-Küche drin. Hier auch nochmal mit diesem Auszug halt, wo ich dann auch meine Mülleimer drin habe mit Trennsystem. Hier kann ich nochmal Öl und Essig einbringen. Auch hier mit diesen Gegenständen. Du kannst das draußen lassen und hast dann nochmal diesen Platz hier, den erweiterten. Genau, das ist mal so, da kann ich mal eben was abstellen, wenn ich jetzt hier was am Kochen bin oder so. Dann, klar, logisch, diese Küche ist jetzt auch mit Zentralverriegelung. Das heißt, wenn ich den Motor starte, dann schließt sich die Küche ab. Ich kann aber auch immer wieder über diesen Zentralschalter hingehen und kann sie manuell abschließen oder aufschließen. Das geht auch während der Fahrt. Ich habe ein großes Auto hier drunter, ein Iveco Daily. Frischwasservolumen? 220 Liter habe ich eben 220. Schon gesagt, ja. Hm. Jetzt hören wir wieder das Klangbild hier. Nochmal. Ja, das ist, also muss man einfach sagen, das ist schon Musik, ne? Ja. Ja, ich bin aber ein bisschen begeistert. Du dich dafür noch begeistern kannst. Ich freue mich an solchen. Ich habe es jetzt 7000 Mal gehört. Muss ja, auch du. Sagen, immer Karthago, das Beste. Hört immer das Klangbild. Nee. Komm noch einmal. Komm, jetzt pass auf, Achtung, Gänsehaut, Achtung. So. Oh. Und da diese Tür ja präpariert war. Ja, machen wir die andere mal. Okay. Okay, die hören sich gleich. Kann man jetzt über irgend. Ja, jetzt können wir hier über die Kaffeemaschine. Die hat auch noch kein Mensch gesehen auf der Welt, weil die so doll versteckt ist hier. Kaffeemaschine haben wir hier nochmal drin. Klar, kann ich auch über den Spannungswandler jetzt völlig autark betreiben. Und das Genialste beim Liner Fortwo, ich habe ja da mein TV-Gerät drin. Ich kann hier nochmal eine schöne Liegewiese draus machen. Das heißt, ich habe hier. Du willst nicht hier. Nee, du siehst, ich drücke hier auf diesen Knopf, da Fernsehliege fährt raus. Jetzt gleich kommt die Rückenlehne auch noch mit. Und so habe ich hier im Grunde genommen eine ganz gemütliche Fernsehliege. Du Larry, das gibt's ja gar nicht. Da ist eine richtige Fernsehliege. Ja, jetzt bist du. Das ist wie in Amerika. Das ist fast wie in Amerika. Ja, nur. Bitte mal drauflegen. Nur von der Qualität her besser. Made in Aulendorf übrigens. Ist das geil. Das heißt, du hast eine richtige ausziehbare Fernsehliege. Ja. Wenn du jetzt mal ganz mal rausfährst, dann zeigen wir das jetzt mal gerade. Ganz raus und jetzt ich. Und jetzt mal reinfahren. Jetzt fahr ich mal rein, genau. Das geht auch hier mit 108 Kilo geht das drauf. Ja gut, die Beine wiegen ja nicht so viel. War schon eine Ahnung. Also ich, wenn ich Pumps anziehe, das sieht aus wie ein Elefant zu dem Storchennest. Jetzt kommt es ja noch besser. Der Sitz ist absenkbar. Der Tisch ist absenkbar, sodass du die Beine da auch. Was ist denn das für ein Format? Es 40 Zoll. 40 Zoll. Heimkino, ja. Jetzt auch nochmal hier die Message an Karthago. Mensch, mach das mal mit einem Endabschalter, dass man nicht die ganze Zeit festhalten muss. Das ist ja furchtbar. Ja, wahrscheinlich haben sie was dabei gedacht. Ja, Sicherheit habe ich schon mal so überlegt, aber da kann ich doch keinen Kopf mit abzwängen oder Finger oder so. Ja, aber so oft machen sie es jetzt auch nicht. Also ich mag die Leute von Karthago und du hast aber oft Anforderungen, die einfach nicht erfüllen können, weil das ist schon schwierig, so einen Endabschalter einzubauen. Nee, aber ich sag jetzt mal so, wenn ich was besser machen kann, dann finde ich, dann kann man das machen. Das ist ja nicht so ein Riesenaufwand. Da jetzt. Stell dir mal vor, da ist ein kleines Kind jetzt da oben, das wird eingezwängt. Ja, wie gesagt, also das wäre ein Argument, wo ich mir jetzt vorstellen kann, dass jemand sagt, deswegen haben wir das nicht gemacht. Okay, dann geht man mit einer anderen Denkweise dran. Ja. Nichtsdestotrotz, ich fände es schöner, wenn es einfach vollautomatisch ist. Du hast doch ein Morello gehabt, war das da mit Endabschaltung? Ja, ja. Echt jetzt? Ja, ja. Nee, ohne Endabschaltung, auch ohne. Das heißt manuell. Also wird es einen Grund geben, wofür die das alle nicht machen? Keine Ahnung. Vielleicht. Ich würde es mir wünschen, es wäre mit Endabschaltung. So, der Tisch mal bitte runterlassen. Mhm. Dazu müsste der Thorsten. Der muss jetzt hier mal weg. Hallo Thorsten, erstmal. Du bist neu. Seit heute hier. Seit heute. Ja, genau. Du bist quasi Mitarbeiter jetzt von der Marein Caravaning. Am ersten Tag. Ist wirklich so. Sollen wir? Ja, der hat heute Morgen um 10 angefangen und er ist zwar selber Camper, aber fährt noch kein Karthago. Fährt ein Knaus Weinsberg. Ja, okay, ist ja nicht schlimm. Es ist ja jetzt einmal hier, wir werden ihn schon. Aber das Schöne ist, du hast so ein Portal, das heißt billiger Wohnmobil kaufen. Kaufen wir den Weinsberg an. Karthago, gehst du mal zu Yvonne rüber, die verkauft dir einen. Ja, gerne. Die wird sich freuen. Das Schöne ist, er wollte eigentlich hier Geld verdienen und nicht ausgeben. Hör mal, sollen wir jetzt gemein sein? Das
machen wir, glaube ich, besser nicht. Den Tisch, dass der Thorsten den runterklappt, das wird er wahrscheinlich nicht hinkriegen auf der Stelle. Zeig doch einmal vor. Also, Thorsten, ganz schnell, wenn du den Tisch runterklappen musst, nicht drücken oder so, einmal mal kurz anziehen und dann kannst du den so runterklappen. Jetzt, wenn ich jetzt mein Bein nicht hier hätte, ja, dann könnte ich den hier in die Mitte reinschieben. Wow. Dann gibt es nochmal einen zusätzlichen Einlegekeil, den kannst du hier reinigen und dann hast du hier nochmal ein richtiges Bett. Mhm. Ja? Und der geht genauso einfach, geht der wieder hoch, zack, dann ist der wieder arretiert. Man kann hier sitzen. Das Coole ist, da du ja von vorn nach hinten die Leute sehen kannst, darf man auch hier Gurtplätze montieren. Ja, der hat Gurtplätze. Ne? Der hat Gurtplätze. Mhm. Ja. Die gibt es übrigens noch größer, aber das hier ist eine tolle Version, die nicht zu lang, nicht zu kurz ist. Und diese Rundsitzgruppe natürlich mit dem Ausblick. Fahr mal bitte den Fernseher nochmal runter, dass wir den... Auf den Knopf wieder einfach nach unten drücken. Der da. Der rechte? Ja. Das ist natürlich der Vorteil, dass meine Frau, wenn sie da noch nicht wach ist, dann nachts... Jetzt wäre die wach, ja. Und man lässt den Fernseher einfach draußen, wenn es soweit ist. Aber... Karthago hat wirklich hier eine Mechanik gebaut, die soll ja auch ein paar Jahre halten. Ja, das ist nichts anderes wie ein Spindelgetriebe halt, ja, und das kann einfach nicht kaputt gehen, das ist so. So, Doppelheki, noch mehr Licht geht nicht, muss man sagen. Das genau. Ist Sonderausstattung? Das ist Sonderausstattung, serienmäßig ist ein Heki-Dach und das ist im Grunde genommen, ich sag mal, wie das Skydream bei den anderen Fahrzeugen, hat man jetzt hier ein doppeltes Heki reingemacht. Da fehlt halt nur der Baldachin drum, das hat man dann eben nicht gemacht wegen der Kopffreiheit, weil ich möchte hier noch stehenden Fußes mich auf die Rücksbank hinlegen. Das ist jetzt der 53er und der L, wo ich ja auch noch zwei Stück von im Bestand habe, beziehungsweise im Vorlauf habe, der ist nochmal 70 cm länger. Hat 70? Also 70, ja genau. Und diese 70 cm kommen genau hier ab der Kopfstütze nach hinten. So, ich muss sagen, die Kopfstütze, das sind sehr schöne Kopfstützen, die gar nicht breit auftragen, aber die sind vorgeschrieben. Kann man die abnehmen? Die kannst du abnehmen, selbstverständlich. Die kannst du hier, ist ein Taster, den drückst du halt einfach nur und dann kannst du die jetzt einfach da oben weg. Rausziehen. Okay, weil die sind doch sehr, wenn ich hinten rausgucken will, aber bei der Fahrt sind sie vorgeschrieben. Bei der Fahrt sind die vorgeschrieben und wenn du dann halt am Urlaubsort angekommen bist, nimmt man die raus und legt die da unten in eine Schublade rein, dann fallen die auch nicht mehr ins Auge. Also was ich beim Liner for Two immer toll finde, jetzt, normal mag ich ihn ja nicht, den Dometic Tower, macht der richtig Sinn, ja. Denn der ist so breit, dass du hier kommst. Zeig mal bitte, wie man die Fächer da rausnimmt. Ach, das ist doch jetzt gemein. Also, wir haben es nicht hinbekommen. Also schreibt mal in die Kommentare, Zuschauer, wie das wir geht. Wir haben eben schon mal ein Video gemacht und da haben wir schon mal versucht, die Fächer rauszumachen. Also ich kann es nicht, der Sven kann es nicht, der Thorsten kann es auch nicht. Ich weiß aber, dass meine Thorsten, Frau... wenn du mal probierst. Meine Frau, die regelmäßig... So ein Metallfach da rauszunehmen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich habe es tatsächlich noch nicht probiert. Meine Frau nimmt die regelmäßig raus. Also meine aber Frau kann das. Du müsstest ja eigentlich drehen. Nach beiden Seiten. Ja. Und dann nach oben wegnehmen. Ach, nach oben weg. Nach oben was? Wegnehmen. Ja, nach weg oben. Nee, dann mach mal. Moment. Nee, so, Thorsten, das ist es nicht. Nee, hör auf. Nee, stimmt. Komm, also, schreibt sie oder? Nee, nach vorne, warte mal. Ja, nach vorne macht Sinn. Da ist vorne. Auch diese Kerbe dafür. Ja, denn da sind die aber drin. Aber auch nicht. Wir gehen dazu zack, aber okay. Ich garantiere. Reindrücken kann man es auch nicht. Du kannst es eventuell schwierig. Zu dir drücken, wenn du es mal zu dir drückst. Nein, zu dir, in andere Richtung. Das heißt, nicht rein, sondern raus. Das geht. Ich kann es in gar keine Richtung drücken. Gar keine Richtung. Nee. Also schreibt es bitte in die Kommentare, liebe Dometic-Leute, ihr habt es geschafft. Dreimal. Du hast ja auch studiert am. Also ich komme von Mercedes-Benz, ja, das ist wohl wahr. Wir hatten da nur nicht so viel. Gut, dann kann ich es verstehen, dass es nicht schafft. Nee, wir hatten keine Kühlschränke, ne? Auch zwei Maybach. Also schreibt es rein, wie es funktioniert. Also wenn es irgendwie könnt. Gefrierfach oben? Ja. Auch das kann man öffnen. Hast du schon mal gesehen, dass man die in beiden Seiten öffnen kann? Habe ich noch nicht gesehen. Ja, ist cool, oder? Ich kann aber wahrscheinlich umbauen, den Anschlag. Ne? Nee, es kommt noch viel besser. Mach mal zu. Ach so. Genial. Achtung, erste Nummer, Dometic Serie 10. Zack. Super. Den kannst du von mal. Im Liner-Vertrieb macht das natürlich wahnsinnig Sinn, weil einmal bist du da in der Küche am Hantieren oder sitzt hier und willst ein kühnes Bondes haben. Zack, zack. Backofen kann man auch in beide. Ah, nee. Gut. Den Backofen kannst du nach oben öffnen. Ja, ganz toll. Ganz nach oben öffnen. Genau. So, sehr schön. Mach mal zu. Das ist jetzt ein AES-Kühlschrank. Bedeutet, der Vorteil ist sehr leise, extrem leise, weil du hier im Wohnraum mittendrin bist. Und was auch schön ist, der Verbrauch ist natürlich sehr gering, wenn du hier den auf Gas stellst zum Beispiel oder unterwegs bist. Das ist auch, ich sag mal, weil viele sagen, AES kühlt nicht. Stimmt nicht. Das ist völliger Blödsinn. Natürlich ist ein Kompressorkühlschrank von der Kühlleistung wesentlich stärker wie ein
Absorber-Kühlschrank, aber nichtsdestotrotz, ich komme da absolut mit zurecht und ich kann da noch einen Lüfter reinbauen, dann wird der Wirkungsgrad auch noch mal besser. Also ich komme da bestens zurecht. Ich zeige das mal gerade, der Andreas steht ja gerade in so einer Klappe drin. Ja. Wenn du mal gerade, Thorsten, wenn du mal gerade neben den Andreas gehst und dich aber nicht reinstellst und ihn jetzt mal ganz leicht streichelst, dass man das mal sieht. Genau, das ist der kleine Andreas und der große Thorsten. Tiefe ungefähr, was denkst du, halber Meter? Ja, ich würde sagen, das sind so gut 40 Zentimeter. Normalerweise müsste ich das im Kopf haben, ich habe es aber gerade nicht im Kopf. Irgendwie so also 45 Zentimeter. Riesig ist es. Also du hast ein riesen Staufach, was du auch wirklich benutzen kannst. Also das kannst ist du benutzen, ganz genau. Du hast hier auch die zentrale Ablass. Stelle drin, das heißt, du kannst jetzt Frischwasser auslassen und auch das Abwasser wird hier ablaufen gelassen. Hier sind nochmal die Hähne, um Wasserleitung und Boiler und sowas zu entleeren. Also das ist alles schön zentral und du kannst hier eben, ich sag nochmal, Lebensmittel reinbringen. Da vorne hast du auch nochmal einen riesen Staufach. Das ist das, was wir uns eben von außen angeguckt haben, wo du so querladen kannst. Da kannst du dann, wenn du innen drin bist und du hast so ein Schweinswetter wie jetzt gerade, kannst du mal gerade eben deine Sachen rausnehmen, musst nicht in Regen rumturnen. Ne? Das ist... Was beeindruckend ist, das Mehrraumkonzept, was du jetzt hast. Vielleicht bleiben wir ganz kurz noch bei der Küche. Das hier ist ein Apotheker? Ja, genau. Das ist ein Apothekerschrank. Da kannst du nochmal Öl, Essig, Gewürze oder sowas mit einbringen. Das ist hier halt dementsprechend verbaut. Und wenn wir jetzt dann den Schritt nach vorne wagen, hier nochmal den Blick wieder in den Doppelboden rein, wo wir eben von der Seite aus reingeguckt haben, wo der Spannungswandler verbaut ist. Und das Schöne ist, ich habe eben hier beim Liner Fortune eine Drei-Zimmer-Wohnung auf um und bei 18, 20 Quadratmeter. Ich kann hier jetzt durch diese Türe hier nach vorne separieren. Ja. Tschüss. Dann im Grunde genommen hier meinen Badbereich und kann das Bad dann auch noch mal nach ganz vorne separieren. Eben hier durch diese Türgeschichte. Und somit habe ich hier mein Bad, wo ich jetzt rumtouren kann. Ne? Da sind sie ja noch. Guck mal hier, unser Hygrometer und Temperaturmesser. Genau, wo wir heute Morgen darüber gesprochen haben. Also ja, die passen zu so einem Auto. Gut. Change. Jetzt ist very dry. Nee, very wet. Stormy, Rain, egal. So, ja, ganz wichtig. Dann machen wir immer die Dichtigkeitsprüfung mit. Wenn da trocken steht, muss alles in Ordnung sein. So. Alte Heizung, 3020 drin, dann hier ganz, ganz viele Dinge. Das ist für das Radio, dass du es umschalten kannst. Ja, ganz genau. Ich kann also damit jetzt das Radio hinten ein- oder ausschalten, also dauerbestromen, weil ansonsten würde das, wenn ich die Zündung einschalte, immer mitgehen. So kann ich dem einfach mal den Strom wegnehmen. Also den Zündstrom kriegt er dann gar nicht mehr mit. Das neue Dometic-Bedienteil. Genau, das neue Dometic-Bedienteil sitzt da und daneben sitzt dann halt die Bedienung für die alte Heizung und wiederum daneben die Sattanlage. Wie gesagt, das Auto ist komplett fertig, da kannst du echt jetzt losfahren, da musst du eigentlich nicht mehr viel nachrüsten. Ich glaube, Solar hat er noch nicht, aber ansonsten hat er eigentlich alles, was du brauchst. Ja, ich mache jetzt einen C-Führerschein in Frankreich, in Deutschland darf ich es ja nicht, aber du brauchst hierfür einen C1e. Du hast einen C1? Habe ich, ja. Hast du. Das heißt, der alte Dreier? Der alte Dreier, vor 99. Ja, definitiv. Echt? Echt? Das sieht man dir gar nicht an. Ja, ist halt cool. So, ne? Thorsten Wind, ich zeig's mal gerade. Kannst du verstehen, dass Leute sagen, hier langt mir bis 7,5 Tonnen, ich brauche keinen 10-Tonner? Kann ich gut verstehen, doch, durchaus. Im Knaus Weinsberg, der ist bei dir unter 300 Tonnen? Ich habe ihn auflassen lassen auf 3650. 3650. Sie sind ja nur 150 Kilo, aber man fährt beruhigter, oder? Ja, ist so ein bisschen... Wirklich eine Nervenberuhigung. Aber Fall. Das sind brutto und netto 150 Kilo, die du mehr hast. Wenn du jetzt hingehst und gehst auf 3850, brauchst du eine Luftfederung und. Das heißt, du brauchst nochmal gut 60 Kilo ins Auto rein. Für viel Geld hast du nur unwesentlich mehr Zuladung. Also Kinder, wenn ihr die Entscheidung habt, lieber das große Chassis nehmen und ablasten, besser, oder? Ja, das ist auch immer mein Tipp. Lieber das große Chassis nehmen und das ablasten auf 3,5 Tonnen. Nicht nur wegen der Tonnage, sondern auch wegen der Sicherheit. Ich habe eine andere Bremsanlage drin, ich habe eine andere Hinterachse drin, habe ich viel mehr Sicherheit. Und wenn ich den später mal verkaufe, habe ich im Grunde genommen alles in der Hand. Ja? Also da kann einer kommen mit dem großen Führerschein und der kann den ja sogar noch auf 4,5 Tonnen auflasten. So, jetzt sagen wir mal, also da gehen wir mal ins Badezimmer rein. Große, wirklich eine riesen Dusche. Wenn ich jetzt hier die Türe noch mal schließe. Geh mal rein. Ja, mal rein. Ja, das heißt, ich habe hier wirklich eine große Dusche drin und wenn ich das jetzt nochmal hier schließe, dann habe ich hier richtig Platz, weil die Türe nochmal hier aus dem Raum verschwindet. Und diese Bodenplatte, die hier drin ist, die kann ich permanent drin lassen.
Das heißt, die ist verwitterungsbeständig. Die nehme ich nach dem Urlaub mal raus, damit Haare und Seifenreste da weggenommen werden. Jetzt, du stehst gerade gut. Lass uns mal hier gerade ins Bad hineinschauen. Thorsten, schließe ich mal aus. Ja. Ne? Hier habe ich nochmal meinen Toilettenraum mit Waschbecken etc. Auch das. Ach, du kannst in beiden Seiten schließen. Das heißt, du kannst einmal das Raumbad nach innen und nach außen machen. Genau, korrekt. Und hier habe ich im Grunde genommen jetzt, wenn ich so möchte, wie so eine Art Raumbad halt. Ne? Mhm. Ja, weil ich die beiden Räume ja jetzt ideal miteinander verbinden kann. So, jetzt kannst du hier vorne, sind da jetzt Drehkonsolen eigentlich auch? Genau, da muss ich gerade mal schauen. Der hat keine Drehkonsolen drin. Genau. Könnte man nachrüsten? Das kannst du ja, klar, das ist überhaupt kein Problem. Der hat keine Drehkonsolen drin. Es gibt diese Option mit dem sogenannten Büroraum vorne. Dann kann ich die Sitze halt dementsprechend drehen. Das kann man aber auch einzeln bestellen. Und dann habe ich hier den Bildschirm variabel. Den kann ich dann runterschieben und kann dann meinen Laptop anschließen und habe dann hier quasi meinen Arbeitsplatz. Ist ja blöd, dass der Bildschirm jetzt verdeckt ist. Da kann man ja gar nichts sehen. Ja. Aber jetzt kommt die große Auflösung. Denn Schlafmodus, hier vorne hast du noch Kleiderschränke? Mhm. Genau. Hier habe ich ein großes Schubladenfach halt drin, genau wie auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist auch ein großes Schubladenfach. Darum dann sind dann halt die Treppe, die ich halt benötige, um jetzt gleich ins Hubbett hineinzukommen. Hier habe ich auch nochmal ein Staufach und in der Treppe nochmal eingearbeitet. Das ist nochmal ein Staufach, wo ich dann Schmutzwäsche oder sowas einbringen kann. So, hier bitte einmal öffnen das obere. Ja, warte. So, einmal kurz gucken und dann machen wir mal die Metamorphose. Wir bauen ein Bett. Ein Bett. Ewig und das Arbeit, also ewig Arbeit. Stunden beschäftigt. Genau. So, und viele werden dann sagen, mein Gott, wenn ich mal älter werde, dann komme ich da gar nicht mehr hoch. Da sagt der Andreas aber, die beiden Sitze nach vorne machen, das war's, das eigentlich. Das war's. So, jetzt geht das Ding runter. Und du hast ein Längsbett, da kann man nur von träumen, von den Maßen, oder? Ja, absolut. Also meine Frau, die liebt den Grundriss. Also die findet das total klasse, dass man halt hinten, ich sag mal, großzügig sitzen kann und hat da, wenn man Freunde abends eingeladen hat, wirklich viel Platz, um sich zu unterhalten. Man kann es auch zurückgebaut lassen, das ist das Schöne. Das heißt, du musst es nicht dauernd umbauen. Nee, kannst du vorne zumachen eigentlich? Nee, hast du die normale Verdunklung? Habe ich es eben nicht gezeigt. Also hast du zum einen hier nochmal eine Tür? Da komme ich jetzt doch, komm wohl dran. Ich habe hier nochmal eine Tür, wo ich nach vorne jetzt den Bereich sowieso abschließe. Du kannst sogar hochklappen, dass man zumachen genau, kann. Gell? Genau, richtig. Und ich habe nochmal ganz normal vorne meine Plissés. So habe ich im Grunde genommen hier vorne auch nochmal so eine Art Umkleidezimmer, wo ich dann meine Klamotten jetzt hier, wenn ich abends mich ausziehe, über den Sitz hängen kann oder so, wenn ich da morgens nochmal was von anziehen möchte. Und jetzt gehe ich mal ins Bett rein. So, du kannst sogar noch sitzen drin. Ja, schau mal hier, wie hoch das ist. Das ist schon riesig. Und das Geniale ist, ich habe noch 5 Fahrzeuge, die ich ganz, ganz kurzfristig liefern kann. Und das, glaube ich, das hat im Moment keiner. Boah, bist du schnöde. Jetzt wollte ich sagen, Mensch, überlegt euch das doch mal lange und so weiter. Ihr könnt noch bis 2024 überlegen. Wir schreiben heute den 27. Juni 2022, denn das wichtigste Datum überhaupt ist der 27. Juni 2022. Da beginnt nämlich der Thorsten Wind mit seiner Arbeit hier. Ist ein Montag. Warum am 27. Juni? Hat es zum ersten nicht gelangt, oder? Ja, wir wollen noch ein bisschen Vorlaufzeit haben. Kann ja nicht schaden, wenn ich hier einfach mal reinschnuppern. Ein paar Tage vorher kennenlernen. Genau. Mal reinschnuppern. Das Ganze ist elektrisch, aber auf Gurten. Das heißt also sehr, sehr, ich sag mal, eine Technik wie zu Hause, irgendwelche Rollos. Da passiert nichts. Da gibt es auch eine Notentriegelung, weil die Frage kommt dann schon mal, was ist denn, wenn das mal nicht funktioniert? Da gibt es eine Notentriegelung, dann kann ich das ganz normal mit einer Kurbel nach oben kurbeln. Also ich komme immer weg, das ist überhaupt kein Problem. Also du hast ein Fahrzeug, bei dem du eigentlich einen Alkoven hast, den du nicht siehst. Genau. Den du von außen auch nicht siehst, wenn du es nicht weißt. Wo du, und bitte mal hinsetzen auf dem Fahrersitz, dass wir mal sehen, so wir fahren jetzt los, Andreas. Einfach den Fahrersitz gerade stellen, das war's. Und dann kann es losgehen. Genau, das können wir. Die haben das Original-Cockpit gelassen, das ziemlich schick ist. Genau, also der neue der neue Iveco hat ja wirklich ein sehr ansehnliches Cockpit und auch wirklich ein wunderschönes Lenkrad, Multifunktionslenkrad gearbeitet. Elektrische Handbremse dementsprechend drin und ich komme gerade ganz frisch aus Susara. Ich war im Iveco Daily Werk gewesen, auch mit der Geschäftsführung von Carthago zusammen. Wir haben da ganz, ganz ausgiebig in die Technik nochmal reingeblickt, dieser Fahrzeuge, Testfahrten gemacht
Und das ist jetzt hier schon eins von den ganz neuen 50er Chassis drin mit der komplett überarbeiteten Vorderachse. Man erkennt das eigentlich immer gleich, wenn keine Luftfederung drin ist, weil man wird es nicht glauben, die neue Achsgeometrie vorne mit den neuen Stoßdämpfern ist wesentlich komfortabler als wie die Ausführung, die eine Luftfederung hat. Es ist nicht zu glauben. Aber es ist in der Tat so. Wir haben die Fahrzeuge im Versuch da gefahren, im direkten Vergleich mehrfach umgestiegen auf einer Teststrecke von 8 Kilometern, die wirklich es echt in sich hatte. Das war sensationell. Ich war total begeistert. Was ein tolles Detail ist, ist, dass die Sonne dir nicht zunächst, wenn sie sehr hoch steht, du kennst das, du fährst Richtung Südfrankreich, Route de Soleil, da steht die immer auf der Hinfahrt genau drauf. Du hast hier eine quasi eingebaute Sonnenblende. Das finde ich natürlich genial, weil das sind gut und gerne fast 2 Meter bis vorne hin und das schützt dich, also vor Sonne. Das schützt dich, genau. Ich brauche jetzt nur jetzt ein bisschen zurückzugehen, dann habe ich hier im Grunde genommen durch das Hubbett eine, wie du sagst, eingebaute Sonnenblende, ja. So, der hat alle Helferlein, die drin sind, der hat also City-Systeme. Ganz, ganz wichtig ist auch bei uns, der aktive Spurhalteassistent funktioniert auch bei uns. Und als einzigster haben wir den Seitenwindassistent, den Iveco bei den Fahrzeugen mit auf den Weg gibt. Der ist bei uns auch nach wie vor noch aktiv. Der war wiederum bei anderen Herstellern, weil die mit Fahrerhauserhöhungen arbeiten, nicht mehr aktiv sein kann, weil die Geometrie vom Fahrzeug eine andere ist. Also der Seitenwindassistent, also die ganzen Helferlein, die Iveco ab Werk verbaut, sind bei dem Karthago komplett im Einsatz. Sagt Andreas Mareind, wir sind im Karthago Liner for Two 53 auf Iveco 50 C210. Thorsten, hast du gut gemacht, muss ich sagen. Du hast uns sehr geholfen. Durch deine Anwesenheit konnten wir die Maße vergleichen und so weiter. Du bist angewiesen auf tolle Mitarbeiter. Es bewerben sich auch immer mehr. Dein Betrieb wächst, muss man fairerweise sagen. Denn wir planen ein ganz neues Portal. Klär mich mal auf. Ja, wir planen ein ganz neues Portal. Wir konzentrieren uns im Moment ein wenig mehr auf die Gebrauchtfahrzeuge, auf den Ankauf von Gebrauchtfahrzeuge oder auch die Vermarktung derer Fahrzeuge. Und zwar über billigerwohnmobilkaufen.de. Die Seite wird jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht auch noch Wochen, wird die scharf geschaltet, wird eine super tolle Seite werden, nicht nur vom Layout und vom Aufbau, sehr viel Erklärvideos, wieso, weshalb, warum, um wirklich die Kunden aufzuklären, worauf wird geachtet. Wir sehen uns da wirklich als neutraler Partner. Wir sind gerne behilflich beim Verkauf der Fahrzeuge, also sind da quasi wie ein Makler in vermittelnder Position. Wir kaufen aber auch sehr, sehr gerne die Fahrzeuge direkt an. Schnelle, seriöse, unkomplizierte Abwicklung. Sehr schön. Ja, und das Ganze unter billigerwohnmobilekaufen.de. Wir haben uns auch lange überlegt, warum der Name. Es geht darum, dass am Ende des Tages, das ist mein Spruch. Das ist dein Spruch. Die Leute alle zufrieden sind. Das heißt, du hast einen Kaufpreis bekommen, den du dir gewünscht hast. Der Käufer hat ein ordentliches Fahrzeug mit Garantie bekommen, was ja oft ein Problem ist. Wenn ich das privat verkaufe, muss ich die Garantie ausschließen. Schafft ein unglaublich schlechtes Gefühl bei den Leuten. Ist da vielleicht ein Wasserschaden drin? Ist da irgendwas dran? Was hat er mir vielleicht verdeckt, was er vielleicht gar nicht selber weiß? Manchmal ist es ja so. Spielt keine Rolle. Du haftest dafür. Ja, also ich hafte sowieso dafür, alleine schon im Sinne des Gesetzgebers. Aber wir geben nochmal bei den Fahrzeugen, die jetzt nicht noch eine Werksgarantie haben, weil grundsätzlich spezialisieren wir uns da auf junge Gebrauchte. Die meisten haben noch eine Werksgarantie drauf. Geben wir aber nochmal eine Garantieversicherung mit dabei, wo Kühlschränke, Lichtmaschinen etc. alles mit abgesichert sind. So, hier sind wir. Liner for Two. Das ist das große Raumbad. Also mein Grundriss wäre es auf jeden Fall. Zumal ich jetzt auch weiß, dass auch mehr wie 2 Leute drin schlafen können. Ja, nämlich hier vorne also kannst du ein Riesenbett bauen mit allen drum und dran. Und wenn ihr Lust habt, eine 250.000 zu viel, 249.314 Euro, heute am 27. Juni 2022. Aber ich finde es nicht zu teuer dafür, dass du einen Riesenliner auf Iveco Daily Basis kriegst. Wer sich auskennt, da sind die Concords, die Morelos dieser Welt drauf gebaut, Phoenix teilweise. Ja, also richtig tolles Basisfahrzeug. Also nochmal, das ist verdammt viel Geld. Ich habe die Wertigkeit nie verloren. Aber man muss einfach mal schauen, rechts und links und geradeaus. Die kosten alle so viel Geld und deutlich mehr. Bekommt man hier preis-leistungsmäßig schon ein tolles Auto für das Geld in die Hand. Ja, tschüss. Das Ganze im Karthago Center West. Marein Karawaning in Altenhofen. Ciao. In Altenhofen bei Aachen. Tschüss.